30. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute ist Freitag, der 27. Oktober 2017, 22 Uhr. Und hier ist wie immer Ihr Kölner Treff. Und hier ist wie immer Köln. Und am Mikrofon, wie immer, die zauberhafte, die einzigartige, die wunderbare, die Bettina, die Böttinger. Vielen Dank, lieber Atze Schröder. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, beim Kölner Treff, wie immer Freitag um 22 Uhr. Atze Schröder kann sehr viel, aber ist auch ein begnadeter zweiter Dieter Thomas Heck, was Sie bisher vielleicht noch nicht wussten. Jetzt wissen Sie es. Atze, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen nochmal. Guten Abend. Guten Abend. Jetzt geht's wie gewohnt weiter und ich sage, er ist der Junge, der wohl nicht wachsen wollte. Aber mit der ersten Rolle seines Lebens kam ein Wachstumsschub. Und mit der des krebskranken Jungen in der preisgekrönten Serie Der Club der Roten Bänder sein richtiger Durchbruch als Schauspieler. Ich freue mich sehr auf Tim Oliver Schulz. Herzlich willkommen. Eine ganz besondere Geschichte, meine Damen und Herren. In einer Familie strammer Neonazis aufgewachsen, in Ferienlagern gedrillt, kamen dann doch irgendwann die Zweifel an der braunen Ideologie. Am Ende stand der Ausstieg und das Engagement gegen rechts. Ich bin gespannt auf Heidi Benneckenstein. Herzlich willkommen. Seit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest wird sie wirklich weltweit gefeiert, auch in der Oper von Sydney. Und überall gab es Standing Ovations, hier heute Abend bestimmt auch noch. Conchita, herzlich willkommen. Ein erfolgreiches Schauspielerleben geriet kurzfristig aus der Bahn und sie in die Insolvenz. Wie sie sich wieder nach oben kämpfte, was heute für sie wichtig ist, das verrät uns heute Cheryl Shepard. Herzlich willkommen. Und er zählt zu den wenigen Deutschen mit echter Weltraumerfahrung und er beantwortet alle Fragen, die Menschen zu diesem Thema haben. Ulrich Walter, schön, dass Sie da sind. Am 26. April 1993, das ist schon eine Weile her, begann das vielleicht größte Abenteuer seines Lebens. Da gehe ich einfach mal davon aus. Ja. So, ja. Der Start in den Weltraum an Bord des Orbits Columbia mit 6 anderen Astronauten 10 Tage lang. Das ist zwar über 20 Jahre her, aber träumen Sie manchmal noch davon, des Nächtens? Ja, und zwar nicht vom Start, sondern die Schwerelosigkeit. Dieses eigenartige Gefühl der Schwerelosigkeit, das kommt immer wieder. Ich möchte Sie zitieren, es ist nicht meine Ausdrucksweise, aber Sie behaupten in Ihrem neu erschienenen Buch, Schwerelosigkeit ist zum Kotzen. Ja, ist es ja auch. Aber man gewöhnt sich dran. Und ich träume immer an die Phase danach, nach dem Kotzen, nicht beim Kotzen. Also, wie lange braucht ein Körper, das ist, als wenn man besoffen ist eigentlich. Ja? Nein, man hat ist dann ein bisschen keinen Gleichgewichtssinn mehr, der ist gestört. Und dann der ist gestört, ja. Das liegt daran, wir haben so ein Vestibularsystem, also ein Gleichgewichtsorgan, von dem man normalerweise gar nichts spürt. Weil für uns ist das selbstverständlich. Nur wenn man in die Schwerelosigkeit kommt, dann wird das gestört, weil es sagt, irgendwas ist hier anders. Und dann gibt es einen interessanten Effekt, die Raumfahrtmediziner nennen das, die beiden Teile, die wir haben, sind nicht ganz gleich. Sie sind leicht unterschiedlich. Und in der Schwerelosigkeit kommen diese Unterschiede zustande. Und je größer die Unterschiede sind, desto mehr Übelkeit hat man. Und deswegen, ja, umso schlechter ist es einem. Und da gibt es eben Leute, denen wird mehr schlecht und manchen wird weniger schlecht. Sie haben zwar natürlich einen ganz seriösen Beruf. Sie sind natürlich, eigentlich sind Sie lebenslang Astronaut, ist doch richtig. Ja, ne? immer Astronaut. Ja, ja, auch für die Öffentlichkeit, das ist klar. Aber seit 2003, ich habe mir extra noch mal notiert, Lehrstuhl für Raumfahrttechnik an der Technischen Elite-Uni in München. Ja. Universität. Das klingt sehr seriös, aber Sie haben auch immer noch eine große Freude daran, ganz normalen Leuten wie uns hier zu erzählen, was damit auf sich hat, normale Fragen zu beantworten. Und meine erste geht gar nicht mal jetzt an Sie, sondern zum Beispiel an Atze. Atze, wäre das was, man kann es ja heute für viel Geld kaufen und sich auf eine Warteliste setzen lassen, um mal einmal hochgeschossen zu werden? Also das wäre was, das Geld nicht. Ich würde nicht gerne dafür bezahlen, aber wenn mich jemand einladen würde, wäre ich dabei, ja.
Also, das ist ja wohl mal echt knauserig. Ja, wo wäre denn die Schwelle ab? Wie viel würden Sie denn zahlen? Ja, was kostet so ein Flug nach Mallorca? Also der normale, das normale Ticket kostet 45 Millionen. Oh Gott, das habe ich nicht. Bitte? Wie viel war das normale? 45 Millionen kostet ein Ticket. Man kann 45 Millionen zahlen 45. Und dann geht's los, oder was? Ich wusste nicht, dass es so günstig ist. Schnäppchen. Inzwischen ist der Preis auch leicht gestiegen auf 60 Millionen. Das sind doch Fragen, die uns alle bewegen, muss man doch einfach mal sagen. Aber jetzt frage ich auch die Frau noch, Heidi, so eine Weltraummission, war das früher als Kind auch für Sie total spannend, mal zu gucken, wenn die da hochgeschossen werden, was da passiert? Ich konnte mir das immer gar nicht vorstellen. Also heute finde ich, das ist irgendwie so, das ist so unvorstellbar, was da passiert und der Weltraum und so. Ich finde es ein bisschen gruselig. Ich glaube, ich möchte nicht. Das ist unheimlich. Conchita, Sie sind sowieso abgegangen wie sonst irgendwas in den letzten Jahren nach Ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest. Wäre das eine Option? Einmal ganz nach oben? Nein, 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 nein. Ich habe Höhenangst. Oh, das ist schlechte Voraussetzung. Das ist mir definitiv zu hoch. Für Astronauten ganz schlechte Voraussetzung. Ja. Warum sind Sie eigentlich nicht nochmal im Weltraum? Darf man nur einmal, weil es so eine große Anzahl von Menschen gibt, die Ausbildung haben und dann hoch wollen? Nein, im Gegenteil. Man hat eine Ausbildung, sodass man mehrmals fliegen könnte. Allerdings ist es in Europa so, dass die Möglichkeiten doch sehr gering sind. Ich meine, wir haben ja nicht eine eigene Rakete, auf die wir steigen könnten, einfach in den Weltraum fliegen könnten. Wir müssen immer bei anderen mitfliegen. Entweder auf einen Shuttle, so war das früher, oder jetzt auf der Soyuz-Rakete. Und da können Europa nur sehr selten mitfliegen. Um genau zu sein, 8,3% aller Plätze sind für die Europäer. Da sehen Sie schon, das ist sehr, sehr gering. Ja, es gibt aber auch sehr viele Chinesen. Ja, aber die haben ja ihre eigene Rakete, die machen das selber. Also, nee, man fliegt sehr selten. Also, wenn ein Deutscher schon oder ein Europäer zweimal fliegt, ist das schon sehr viel. Gab es schon einen Deutschen, der zweimal geflogen ist? Ja, zwei sogar. Thomas Reiter und Ulf Merbaut. Ah, den zweimal, okay. Aber Hans Schlegel noch, drei. Es heißt doch immer, dass wenn man die Erde vom Weltraum aus gesehen hat, dass die Menschen sich verändern und entweder Alkoholiker werden oder Selbstmord. Priester, nicht so viel. Oder Priester. Ja. Und Sie sind ja einer der nettesten Menschen, denen ich jemals begegnet bin. Wir haben uns schon öfter mal getroffen. Hat das mit Ihnen was gemacht? Ja, es hat was gemacht, aber das merken Sie nach außen nicht. Wissen Sie, es sind die Situationen, wo man eben nachdenklich wird, so in Ruhe mal zu Hause sitzt und über die Welt anders denkt, als wenn man sie früher gesehen hat. Das sind die Momente, wo man dann wirklich die Welt, ja, die einen verändern. Ist nicht der typische, der normale Umgang. Also wenn meine Tochter mit einer 5 nach Hause kommt in Mathe und sagt, oh, ich habe eine 5 in Mathe, da können sie nicht. Liebes Mädel, wenn du mal im Weltraum warst, wirst du diese Probleme anders sehen. Das geht natürlich nicht. Da hat sie halt eine 5 und dann muss man halt da durch. Also die normalen Probleme bleiben. Aber es ist eben dieses andere, dass man eben dann doch denkt, schauen Sie, für uns ist dieser Raum zum Beispiel die Welt, ja, die Bäume da draußen, das ist so die Größenordnung, über die wir denken. Aber wenn Sie einmal da oben sind und einen Sandsturm sehen mit einer Breite von 1000 Kilometer und Sie sehen keinen Menschen, Sie sehen auch nicht mal Städte, die sind nichts. Und dann wissen Sie, das bewegt die Welt, das ist die Natur und wir sind nichts. Und dann wieder klar, nee, wir sind nichts. Wir sind einfach nichts. Aber Ulrich Walter, was mich gewundert hat, das ist die Tatsache, dass bei Astronauten die höchste Scheidungsrate vorliegt. Das ist Woran richtig. Liegt das denn? Das liegt also daran, fremdgehen können die ja oben ja schlecht. Ja, da gibt es sogar eine interessante Geschichte. Frau Messerschmidt, also ein Kollege, die wurde mal gefragt, sagen Sie mal, stört Sie das nicht, dass Ihr Mann jetzt nicht da ist? Ich sage, das ist die beste Zeit überhaupt. Den kann ich jeden Tag im Fernsehen sehen und weiß genau, wo er ist. Ja. Und? Und was mal Robert Lemke, der verstorbene Fernsehmoderator von Anno dazu mal gesagt hat, das wäre ja ganz super, wenn die von ihren Reisen kommen, die müssen nie was mitbringen. Genau, der hat gesagt, so ist es, die brauchen denen nichts mitbringen. Das ist übrigens auch die Antwort darauf, weil die Männer so viel unterwegs sind, oder die Astronauten so viel unterwegs sind. Und es ist eben die Gefahr, dass doch was passieren kann. Also ein die Flug, Angst. Die Angst. Ein Flug in 100 Flügen ist fatal, also tödlich. Und damit muss man leben lernen. Das ist eine hohe Rate. Das ist eine relativ hohe Rate. Aber mit der muss man sich eben vorher abfinden. Also wenn man sich schon bewirbt, muss man sich dessen klar sein. Und da muss die Familie mitspielen. Ich selber, wenn ich tot bin, mir ist das ja egal. Danach. Aber ich weiß, dass das der Familie nicht egal ist. Also ich weiß noch, ich weiß nicht, wie es den anderen hier geht, als damals Space Shuttle, der nach dem Start, weltweit wurde live geguckt. So war es, ja. Und das explodierte, diese Bilder, werde ich nie vergessen. Ja. Sieben Astronauten, da war auch eine Frau dabei. War eine Frau dabei. Ja. Ich sehe die Bilder. Zwei Frauen, Frau Resnick. Oder zwei. Ja, zwei. Und ich stelle mir dann vor, der Angehörige oder Angehörige stehen unten und sehen das. Und also es ist
unfassbar. Und Sie meinen tatsächlich, dass die Angst der Angehörigen wirklich ein solches Gewicht tatsächlich auch hat? Das wesentlich größere Gewicht. Wie gesagt, der Astronaut, schauen Sie, das ist wie mit Ihrem Auto. Wenn Sie ins Auto steigen, haben Sie keine Angst. Sie sagen, ich kenne doch mein Auto, ich kenne das. Aber der zu Hause sitzt und Sie sind nicht da, der hat die Angst. Und wartet. Wartet, weiß nicht, was ist. So ist es ja. Also Ihre Frau konnte froh sein, Sie heil in die Arme zu schließen. Und ich muss eines sagen, wir haben noch mal diese Originalbilder von Ihnen aus der Zeit. Und die sind wirklich faszinierend. Die schauen wir jetzt noch mal von Ihrer Mission. Four, three, two, one. Solid rocket ignition and liftoff. Liftoff of Columbia on a voyage to the future. Houston is now controlling the roll. Wake up call. You're being filmed this morning. Just blood sugar is off. Das Magnetfeld hier im Space Lab bewegt sich im Augenblick in dieser Richtung. Starke Bilder. Ich vermute mal, lieber Ulrich Walter, jedes Jahr am Heiligen Abend wird zunächst mal dieser Film geguckt. Das stimmt, da wissen Sie mehr als die anderen. Warum? Weil nämlich zu Weihnachtenabend ich damals Tagesschau geschaut habe und habe den Köpp gesehen. Das war zu Heiligabend, das war 1985. Und er hat damals gesagt, der Bundesforschungsminister Riesenhuber sucht neue Wissenschaftsastronauten. Und damals in der Mitternachtsmesse habe ich mich entschlossen, dem Riesenhuber einen Brief zu schreiben und mich zu bewerben. Habe ich auch gemacht. Nee. Und deswegen haben Sie sehr recht damit. Das finde ich ja mal gut. Ich klingel Heiligabend mal durch. Machen Sie das. Und schreiben Sie den Riesenhuber. Der ist ja noch im Bundestag. Der ist noch im Bundestag, ja. Das ist auch die Jahre vergehen, aber gut. Was interessant ist, dass die meisten Leute sich natürlich weniger für die technischen Einzelheiten interessieren, die wir sowieso alle nicht kapieren, außer Atze Schröder, versteht sich. Aber die meisten von uns nicht, sondern für ganz normale Fragen. Und Sie behaupten in Ihrem neuen Buch, dass Frauen und Männer andere Dinge wissen wollen. Sie können immer genau sagen, das ist eine Frau, eine Frage von einer Frau oder das ist eine Frage von einem Mann. Ist das, ja. Und wir sind eben durchs Publikum und haben ganz willkürlich mal Fragen aufschreiben lassen. Und ich sage, original jetzt, das ist nicht geschummelt. Ja, ich frage Sie, ist es von einem Mann oder von einer Frau? Ja. Wie viel Kilo Gepäck dürfen Sie mitnehmen? Okay. Muss ich darauf antworten? Eine Frauenfrage, die wurde gestellt von Vanessa. Die Antwort lautet? Ja, ach so, stimmt. Null. Null. Also es ist ein bisschen kompliziert. Die NASA stellt alles. Okay. Unterhose, alles wird gestellt. Bis auf drei Teile. Drei Teile darf man selber mitnehmen. Und 6 CDs, so war das damals noch. Und 3 Teile, die müssen also wirklich also sehr privat sein. Also ich hatte zum Beispiel einen Anhänger von meiner Frau, ein Bild unserer Familie, solche Dinge. Aber auch nicht mehr, nur 3 Stück. Okay, Frage, Mann oder Frau, wie riecht es im Weltall? Das ist eine Damenfrage. Und die Antwort lautet, der Geruch im Weltraum ist anders. Und das liegt daran, weil es in der Schwerelosigkeit keine Konvektion gibt. Und deswegen steigen auch keine Düfte auf. Also ein Beispiel, wenn das jetzt zum Beispiel was zu trinken ist, das duftet nach Bier. Das riecht im Weltraum nach gar nichts, weil da nichts aufsteigt. Aha. Und deswegen versucht man, Speisen mehr Gewürz zu haben, sodass sozusagen der Geschmack diesen Duft ausgleicht. Aha. Das mit der Ernährung war mir immer ein Rätsel im Weltraum. Ja. Egal, stimmt, eine Frage von Ursula gestellt. Dann haben wir hier, ist der Weltraum wirklich geräuschlos? Das ist eine Mannesfrage und geräuschlos ist er, ja, er ist, also das Vakuum ist natürlich geräuschlos. Wenn ich auf die Erde schaue, um ein praktisches Beispiel zu geben, ich sehe einen Blitz, höre aber keinen Donner. Und das ist schon ein bisschen gespenstisch. Spooky. Spooky. Aber natürlich in der Raumstation hört man natürlich alles, weil da Luft drin ist. Okay, dann habe ich, das war übrigens falsch, das war doch das von der Frau, Bettina Naumann hat die Frage gestellt. Ich entschuldige mich ganz höflich.
Und dann haben wir noch eine Frage, wie lang und wie groß war die Angst beim Start? Also Ihre. Die Angst beim Start, also das ist eine typische Frauenfrage. Ich möchte nicht ausschließlich einen Mann gestellt. Die Angst beim Start, kein Astronaut hat Angst. Also wir treffen uns einmal im Jahr, das war übrigens letzte Woche in Toulouse, also alle Astronauten sind in einer Vereinigung, der ASE, sie treffen sich weltweit einmal im Jahr. Und das ist eine Frage, die wir oft diskutieren. Nein, Angst haben wir nicht, aber Sorge haben wir. Und es gibt einen wichtigen Unterschied. Es ist die Sorge, dass was passieren kann, 1 zu 100 haben wir gerade geredet, aber dadurch, dass man täglich Umgang mit dem Shuttle, mit der Kapsel hat, hat man so ein Beziehungsgefühl, können Sie, wie zum Auto. Sie wissen genau, es gibt Tausende von Toten im Verkehr, aber Sie steigen ja trotzdem ein. Das heißt, Sie haben eine Beziehung zu der Technik entwickelt und genauso ist es beim Astronauten. Lieber Günther, Sie haben eine Frauenfrage gestellt, prima, dankeschön. Aua. Aber jetzt kommt meine Frage, ob Sie einen haben. Wie ist es eigentlich mit Sex im Weltall? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich mache eine andere Frage. Es gibt eigentlich keine Frage, die mir nicht gestellt wurde. Das ist eine Frage, die wird mir gestellt, wenn ich mal so beiseite gezogen werde und dann kommt so ein Mann und sagt, wie ist das denn so? Es gibt aber eine Frage, die auch was damit zu tun hat, die mir aber vor kurzem ganz selten gestellt wurde. Nämlich die Frage, steht so ein etwas älterer Herr auf und sagt, Herr Walter, sagen Sie mal, tragen Frauen im Weltraum einen BH? Was meinen Sie? Würden Sie einen BH tragen? Ich? Ja, im Weltall? Sie. Ja. Ja. Warum? Ich möchte keine Marken nennen, ich möchte nicht vom Wonderbra reden, da werden die anderen ganz nervös, ganz wuschig. Warum? Nee, glaube ich, brauchen Sie doch gar nicht, ne? Ist doch irgendwie eigentlich alles... nicht, schwerelos, genau. Ja, eben, schwerelos. Eben. Und warum würden Sie einen tragen? Sieht gut aus. Aber Sie machen doch nicht so. Gute Frage. Aber theoretisch, der Hintergrund ist, kann man in der Schwerelosigkeit Sex haben? Ja, lassen Sie mich erst mal... Die geht doch fliegen. Dazu kommen wir gleich. Die Antwort lautet, ja, die Frauen tragen BH im Weltraum. Ach so. Aber nicht, deswegen Sie ja. Der Grund ist ja der, auf der Erde ist ja der BH so ein bisschen so eine Stützfaktor, um es mal so auszudrücken, gegen die Schwere. Wie der Stützstrumpf. Ja, so etwa. In der Schwerelosigkeit würde man sagen, braucht man sowas nicht. Aber jetzt kommt es, in der Schwerelosigkeit... schwebt es zu sehr, sodass es wieder unnatürlich aussieht. Und deswegen muss sozusagen der BH ist wieder etwas runter. Runter, ja. Hey, ja, da würde ich ein Korsett empfehlen. Ja, so ungefähr. Ja, da ist alles in eine Fassung. Ja, ja jetzt alles muss in Form gebracht werden. Jetzt kommen wir zum Sex. Das interessiert Sie? Natürlich. Es war ja auch schon mal ein Ehepaar oben. Und zwar Langzeitmission. Das stimmt. Das war ein amerikanisches Ehepaar auf dem Shuttle. Das muss man wissen, die Amerikaner... Also die haben Prüde ohne Ende. Und das war ein wirklich großes Problem für die. Wie können wir der Öffentlichkeit wirklich beweisen, dass da nichts passiert? Und deswegen haben die Folgendes gemacht. Die haben zwei Schichten gehabt, also 12-Stunden-Schicht und eine 12-Stunden-Schicht. Und der Mann war in einer, die Frau war in einer, die haben sich überhaupt gar nicht gesehen, weil die einen geschlafen, die anderen haben gearbeitet. Und damit haben sie sichergestellt, dass da also ja nicht irgendwie... Herr Walter, wie geht das jetzt? Ich möchte vorausschicken, dass... Ich möchte vorausschicken, dass auf unserer Mission 7 Männer waren. Ja, und? Ja, das habe ich gedacht, dass dieser Frage... Samstagabend. So, also, ich habe aber recherchiert, ich habe da besondere Quellen, gerade auch bei den Russen, also die Amerikaner, nee, bei denen kann das nicht gewesen sein, aber bei den Russen war das. Und da gibt es einen Raumfahrtmediziner, Oleg heißt der, und der hat mir wirklich geschwört, es gab damals in den 60er Jahren, gab es sozusagen den Versuch, es mal zu probieren. Dazu muss man Folgendes wissen. Die Russen haben eigentlich nie gerne Raumfahrt gemacht. Sie wollten immer nur eins, sie wollten die ersten Mal was im Weltraum machen. Das wissen wir alle. Erster Sputnik, erster Mann im Weltraum, Gagarin. Und sie haben wirklich versucht, das zum ersten Mal, die erste Frau im Weltraum, die Tscherevkova. Und dann haben sie gesagt, das probieren wir jetzt auch. Und dann haben der erste mit Sex im Weltall. Der erste Sex im Weltraum. Das war damals auf der Sajut-Station. Das war eine der ersten russischen Stationen, die es überhaupt gab. Das wissen die wenigsten so Anfang der 70er Jahre. Und damals war es die zweite russische Frau, Saviskovia heißt die. Und da sagt eben der Raumfahrtmediziner, da gab es eine eigene Mission für sie, um dann auf die Raumstation zu fliegen, wo zwei Männer auf sie warteten. Zwei! Jetzt weiß ich aber was, und zwar aus Ihrem Buch, dass das Willkommensgeschenk für die war, im All, eine Küchenschürze. Ja, das ist eben typisch russisch. Von den Astronauten, damit die da oben ein bisschen was zu so Frikadellen macht. Aber die ist wirklich nur wegen diesem ersten Mal
nach oben geflogen sozusagen. Es war sogar noch mehr. Also dieser Oleg erzählt, dass der Zeitpunkt so ausgesucht war, dass sie gerade zum Zeitpunkt ihrer höchsten Fruchtbarkeit dorthin geschossen wurde. Ja. Och. Dorthin geschossen. Was? Ja, auf und, die. Und gab es Nachwuchs? Ja. Ja, das ist natürlich jetzt. Nein, also. Ja, was denn jetzt? Ist nicht. Es ja ist nein? Nichts rausgekommen halt. Noch ein schönes Wort für eine Geburt. Ja. Oder für keine Geburt. Für keine Geburt. Nichts rausgekommen. Aber wie gesagt, der Raumfahrtmediziner Oleg schwört, es hat eben stattgefunden. Also jetzt kommen wir nicht mehr zur Klärung der Frage, wie es in der Schwerelosigkeit funktionieren kann. Aber eines kann ich Atze zur Beruhigung sagen. Es gibt nämlich mittlerweile, wenn dir der Flug so zu teuer ist, ja, 45 Millionen... als erfolgreichster deutscher Comedian. Nein, aber nach dem Tod kann man sich tatsächlich im Weltraum bestatten lassen. Das machen zumindest die Amis und das kostet, das ist ein Schnäppchen. Mhm. Das kostet, wenn deine Asche da hochfliegt, kostet das nur $4.995. Da so wird ja wohl mal drin sein. Ja. Nach mir die Sinnflut. Ne? Also. Ulrich, weiter mit spannenden Geschichten. Wir denken einfach alleine weiter darüber nach, wie es bei der Schwerelosigkeit funktionieren kann. Nein. Erste Frage an Conchita muss einfach sein, wo ist die Wurst geblieben? ich habe mich von meinem Nachnamen getrennt, weil ich gemerkt habe, man gewinnt nur ohne einen Nachnamen einen Oscar, so wie Cher. Tatsächlich habe ich die Wurst weggelassen, weil die Engländer das einfach nicht wahnsinnig schön aussprechen. Und immer als das Schlimmste bezeichnet zu werden, also the worst, fand ich nicht so prickelnd. Mittlerweile muss ich sagen, es gelingt mir nicht wirklich, dass dieser Name wegbleibt und es ist mir auch schon wieder egal. Ja, aber ich finde, Conchita, eigentlich, Wurst ist ja auch im Deutschen phonetisch gesehen nicht so ein wirklich schönes, geschmeidiges Wort, ja, sondern eher so ein hartes Wort. Und ich finde Conchita alleine, ich persönlich, ehrlich gesagt, schöner. Vielen Dank. Zwar gerne. Wir machen weiter. Also. Das Zweite, als Sie vor 2 Jahren hier waren, an dem Tag bekamen Sie auch einen Preis für Toleranz hier in Köln im Rahmen der großen AIDS-Gala. Mhm. Da hatten Sie ein hautenges Kleid aus braunem Kunstleder an. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel Schweiß Sie verloren haben in den. Latex war das. Oder Latex, ja. War in 1,5 Stunden. Jedenfalls. Hauteng, High Heels, das sah nicht bequem aus. War es auch nicht. Ja. Es war nicht bequem, wahnsinnig schön, fand ich. Die Geschichten drumherum sind auch nicht wirklich toll, denn ich habe in meine Schuhe geschwitzt. Und alle, die schon mal Latex getragen haben, das muss gepudert werden, damit man überhaupt reinschlüpfen kann. Und wenn man dann schwitzt, dann ist es eine weiße Spur, die dann an den Waden hinunterläuft. Von daher ist es nicht zu empfehlen. Das sieht natürlich, das ist dann sozusagen die neue Conchita, erheblich legerer, ja, aber genauso schön aus. Vielen Dank. Ich werfe mit Komplimenten nur so um mich. Ja, aber es ist so. Und dann kommt aber auch die Frage, ist das vielleicht auch ein bisschen die Befreiung von der Kunstfigur Conchita? Geben Sie ihr oder sich selber mehr Freiheiten? Beides, denke ich, ein bisschen. Ich glaube, dass diese extreme Verkleidung, muss ich sie nennen, schon auch ein Stück weit ein Schutz war vor der Öffentlichkeit, nicht zuletzt auch vor mir selbst. Denn ich hatte immer so ein bisschen eine Grauzone von, ja, das ist diese Figur, mhm, und die kann irgendwie mehr sagen und tun, und als ich vielleicht als Privatperson machen würde. Ich habe definitiv auch einen Fetisch ausgelebt, diese Kleider zu tragen, die hohen Schuhe. Und ganz banal gesagt, es langweilt mich einfach. Und deswegen mache ich das jetzt nicht mehr. Und es ist wesentlich angenehmer, nicht 9 Stunden High Heels zu tragen, sondern flaches Schuhwerk. Kann das nachvollziehen. Ja. Auch ich habe es mir abgewöhnt. Conchita, wenn man sich anguckt, was in den letzten 3 Jahren passiert ist, das war ja übrigens fast 50 Jahre her, dass ein Österreicher den Grand Prix gewonnen hatte. Das war Udo Jürgens, ja, mit dem unvergesslichen Merci Chérie, ja, 66. Und dann kamen fast 50 Jahre später Sie mit Ihrem Song. Aber was in den 3 Jahren abgegangen ist, das ist einfach unfassbar. Sie werden weltweit eigentlich gefeiert als Ikone, auch für Toleranz, für Liberalität. Sie haben vor der UNO gesprochen. Wir haben, also der UNO-Generalsekretär nannte es eine Sternstunde auch der Toleranz. Das heißt, die Erwartungshaltung, wo immer Sie hinkommen, ist extrem groß. Sie sind sozusagen eine Ikone geworden. Ist das auch ein Druck? Nein, in dieser Hinsicht verspüre ich überhaupt keinen Druck, denn ich habe ja
nie gesagt, dass ich eine Ikone bin oder irgendwie eine, wie soll ich sagen, eine Galionsfigur für irgendetwas. Ich habe regelrecht das getan, was ich für richtig gehalten habe und habe jede Möglichkeit wahrgenommen, um das zu sagen, was ich eben denke, dass es das Richtige ist. Und mich hat es, freut es bis heute, dass es Menschen gibt, die mir zuhören, beziehungsweise die meiner Meinung sind. Denn unsere Gesellschaft spaltet sich ja dermaßen momentan. Und da ist es immer gut zu spüren, dass man nicht ganz alleine ist mit den Dingen, an die man glaubt. Ich denke daran, was Sie weltweit unternommen haben. Sie haben in Sydney beispielsweise gesungen, in der Oper. Ich war einmal in der Oper in Sydney. Das war wunderbar und habe die Zauberflöte gehört. Ich hätte, glaube ich, in der Oper auch gerne Conchita gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Australier waren außer Rand und Band. Bitte schön. This journey is about me. Ich habe ja vorhin schon gesagt, bei Ulrich Walter war diese Weltraummission sicher das größte Abenteuer seines Lebens. Und bei Ihnen frage ich mich, kann da überhaupt jetzt noch irgendwas draufkommen oder wird das auch irgendwann Gewohnheit und damit auch langweilig? Sie haben eben einmal das Wort langweilig schon verwendet. Ich würde nicht sagen, dass es langweilig wird, dass ich das tun darf, was ich tue. Aber gerade in diesem Zeitraum um Sydney hatte ich so viel zu tun, dass ich jetzt mehr Emotionen verspüre, wenn ich es ansehe, als in diesem Moment tatsächlich. Denn es ist schon auch irgendwie bitter, sich eingestehen zu müssen, dass man Standing Ovations bekommt und man spürt gar nichts. Mhm. Und wenn der Applaus aufhört, des Künstlers Brot zu sein, dann läuft da was falsch. Und ich bin sehr dankbar für das, was ich tun darf. Und ich bin auch sehr dankbar, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Denn ich wurde gezwungen, wieder zu mir zurückzukehren, zu akzeptieren, wer ich bin. Und bin sehr dankbar dafür, dass ich jetzt wieder auf der Bühne stehen kann und tatsächlich wieder genieße. Und den Moment genieße, den Prozess genieße. Und das ist eben an einer so viel zusammengepackt ist nicht mehr möglich. Ich habe ein paar Sachen noch aufgeschrieben, damit ich es da auch nicht vergesse. Elton John hat Sie geküsst, Karl Lagerfeld umarmt. Sie haben Meryl Streep getroffen bei der Golden Globe-Verleihung. Ja? Sie haben vor dem Europaparlament in Brüssel gesungen und sprechen jetzt dann auch von der Leere, wenn irgendwo alles so eine Art Overkill schon mit sich bringt. Und Sie haben ja zwischendurch, wie Sie mal auch ganz offen gesagt haben, weil Sie einfach auch ein sehr offener Mensch sind, gesagt, ich habe mir therapeutische Hilfe gesucht. Ja. Und ich kann mir vorstellen, wenn man so förmlich auch abgeschossen wird in die Welt hinein, dass es schwer ist, eine Erdung wiederherzustellen. Wie haben Sie das zwischendurch versucht und geschafft? Also ich bin sehr dankbar für meine Familie, meinen Freundeskreis, der sich nicht verändert hat. Im Gegenteil, ist kleiner geworden. Ich habe durchaus ein großes Potenzial, mich da reinfallen zu lassen. Und wenn man eine Woche lang unterwegs ist durchgehend und eine Woche lang hofiert wird, dann kann mir das schon zum Kopf steigen, wenn ich dann nach Hause komme und ich lege dann irgendwelche diva-esken Allüren an den Tag und meine Freunde dann sagen, Schätzchen, hol dir dein Trinken selber. Und dann ist so, oh ja, Entschuldigung, mein Gott, ja, Verzeihung. Aber ja, das gebe ich zu, das gestehe ich ein. Ich genieße das schon wirklich sehr. Und ich glaube, gerade dann in diese extrem dicht getakteten Zeit, da war
wie soll ich sagen, da entfernt man sich wahnsinnig weit von einem selbst. Und das hat mich schon erschrocken. Ich denke auch, dass nach so einem super Erfolg, wie es in Kopenhagen war, bei dem Sieg beim ESC, dass da sehr viele Leute was von einem haben wollen oder einen in eine Richtung schieben wollen und auch letztlich mitverdienen wollen an dem, was passiert. Wie konnten Sie sich wehren? Ich bin ganz schlecht darin, Nein zu sagen. Und ich hatte im Nachhinein wirklich damit zu tun, eben nicht alles zu tun, weil ich habe diese Chance bekommen. Ich wollte das nicht vermasseln. Ich dachte mir, das ist die Chance meines Lebens. Und ich umschare mich mit Profis und habe jegliche Entscheidungen abgegeben. Ich habe das gesagt, was mein Team gesagt hat und für richtig befunden hat. Deswegen ging das relativ gut. Denn wir hatten schon auch ein klares Ziel, was die Richtung anbelangt. Aber ich habe viele Dinge gemacht, die ich wahrscheinlich heute nicht mehr machen würde. Nicht, dass ich mich wahnsinnig dazu gezwungen hätte oder dass es so ein großer Spagat war, aber ich bin sehr froh, dass ich zu dem Punkt gekommen bin, ich muss nicht Everybody's Darling sein. Den Punkt muss man, glaube ich, erstmal erreichen in einem Beruf, wenn man so auch umjubelt wird. Haben Sie manchmal die Sehnsucht, einfach als Tom und nicht als Conchita auf die Bühne zu gehen, um zu gucken, ob das funktioniert? Oh nein, auf die Bühne gar nicht. Also ich, natürlich, es reizt mich manchmal, aber dann die Tatsache, dass mich ohne Perücke und Make-up niemand erkennt, ist, diese Freude überwiegt. Naja, wenn ich in der U-Bahn bin, da labere ich ja nicht oder singe. Und von daher geht das dann ganz gut. Nein, ich meine auf der Bühne. Nein, das kann ich mir, glaube ich, ich weiß es nicht. Ich denke nicht, dass ich mich wahnsinnig wohlfühlen würde. Es ist schon auch immer noch ein bisschen, vielleicht Atze, du kannst es irgendwie auch nachvollziehen, diese Bühnenfigur, das macht uns ein bisschen größer, das lässt mehr Raum, das entschuldigt mehr, oder? Ja. 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 Aber du weißt, was ich meine. Und ich glaube, wenn man quasi ganz alleine man sich selbst repräsentiert, das ist schon noch mal eine andere Nummer, finde ich. Ich fand es ja spannend zu lesen, dass Sie in diesem Frühjahr war es, glaube ich, auf einem Kreuzfahrtschiff mitgefahren sind. Und zwar war das eine schwul-lesbische Veranstaltung. Ich habe es geliebt. Oh Gott. Und ich dachte sofort, ein Käfig voller Narren. Es war so toll. Es war so toll. Als wer sind Sie öfter angemacht worden, als Conchita oder als Tom? Tatsächlich als Conchita kaum, denn ich habe mich wirklich nur angemalt für dieses eine Konzert und habe dann Meet and Greets gemacht und das ist nicht, also da entsteht kaum ein Flirt. Und ich fand es aber wirklich toll, dass ich dann in der kleinsten Badehose, die ich gefunden habe, am Poolrand entlang. War das die von Atze? Das weiß ich nicht. Ja, ja, wir teilen uns eine. Ja, aber was war das Besondere, wo Sie sagen, das war einfach nur klasse? Es war unfassbar lustig, die Stimmung war einfach großartig. Es ist natürlich eine Party nach der anderen, aber dadurch, dass man ja von diesem Schiff nur alle 3 Tage mal runterkommt, ist das irgendwie schon auch so, man kennt dann seine Nachbarn und dann war man mit denen schon frühstücken und mit denen hat man andere Dinge gemacht. Und das schweißt dann eben auch zusammen und dann hat man irgendwie schon Geschichten zu erzählen und es ist wirklich sehr, sehr lustig gewesen. Ich kann es nur empfehlen. Ich fand das sehr spannend. Ich komme auf die Badehose auch, weil Atze sagt, wenn er Heimatgefühle entwickelt, dann muss er nur ins Duisburger Freibad gehen. Ja, das war letztes Jahr nach einer langen Tour. Da war ich aber erstmal nicht in Duisburger Freibad, sondern bin nach Haltern gefahren. Und da gibt es einen Baggersee, der wird der Silbersee genannt, was stark übertrieben ist. Aber es wird sogar auch die Côte d'Azur des Ruhrgebiets genannt. Natürlich, natürlich. Aber es kommt noch besser. Da stand ich wirklich und wollte wieder Kontakt mit der Heimat aufnehmen. Und da kamen zwei so Typen, so richtige Ruris, also so richtige Spacken. Ja, mit so einer Speedo-Badehose, weißt du, die Marlboro-Kippen so drin. Und standen da so. Und ich schwöre, das ist wahr. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, sagt der eine zum anderen immer, weißt du, was das Geilste hier ist? Überhaupt keine Assis. Da war ich wieder zu Hause angekommen. Und Sie waren zu Hause. Aber das ist der Hintergrund meiner Frage. Zu Hause oder Heimatgefühle, bekommen Sie die tatsächlich bei der Familie in dem kleinen Dorf in Österreich?
Nein, das wäre gelogen. Nein. Ich fühle mich, wenn ich bei meinen Eltern bin, versuche ich das immer sehr kurz zu halten, denn meine Eltern haben ein Gasthaus, somit sind wir so gut wie nie unter uns. Und ja, okay. Es freut mich natürlich, wenn ich mit den Nachbarn meinen Eltern erzählen kann, wie es mir geht, aber wenn ich meine Mutter dann irgendwie nur 20 Minuten am Tag sehe, dann bringt das nicht wirklich das, was ich will. Deswegen hole ich sie immer gerne nach Wien, da müssen sie dann Ruhe geben und haben nichts zu tun und müssen sich ja, mit mir unterhalten. Ich könnte sie auf der Bühne sehen, aber an den Abenden kann ich nicht, denn sie gehen mit großem Orchester auf Tour, ja. Und sind dann in Berlin und in Hamburg, und das wird bestimmt ein großer Abend mit einem ganzen philharmonischen Orchester. Mhm. Conchita, danke, dass Sie da sind. Alles Vielen Gute. Dank für die Einladung. Und wir machen einen Salto in eine ganz andere Richtung. Heinicke Bennekenstein, Sie sind in einer richtigen Neonazi-Familie aufgewachsen. Sie sind dann aber mit 19 Jahren ausgestiegen. Danach bekamen Sie Polizeischutz. Warum? Also für Neonazis ist man, wenn man ein Aussteiger ist, ein Verräter. Und da schreckt man dann auch nicht vor Gewalt zurück. Und deswegen ist sowas dann manchmal leider nötig. Nun haben Sie ja selber auch, als Sie noch auch Nazi waren, wenn ich das so sagen darf. Sie haben auch ganz schön ausgeteilt, ne? Konnten Sie? Ja, also tatsächlich ist mein Verhalten für mich heute gar nicht mehr nachvollziehbar. Also ich kann mich da gar nicht mehr reinversetzen, auch nicht in diese Wut und diese Aggression, die ich da hatte. Aber ja, ich habe schon ordentlich ausgeteilt und ja. Ging bis zum Rippenbruch in einem Fall. Ja. Aber ich möchte zunächst mal eigentlich in Ihre Kindheit gehen. Ihre Eltern, von außen machte das ja eher einen bürgerlichen Eindruck, waren wirklich ganz stramme Neonazis und Adolf Hitler war ein Held. Und den Holocaust gab es nicht und es gab die Guten und es gab die Bösen und das Völkische war das Allerbeste. Das hat ja bei Ihnen gefruchtet. Wie war das denn zu Hause? War da sehr viel Drill? Was wurde beim Abendessen besprochen? Also ich muss dazu sagen, dass das alles sehr stark von meinem Vater ausging. Meine Mutter war da tatsächlich auch eher Opfer oder Mitläuferin als Täterin. Ja, bei uns zu Hause gab es sehr viel Drill. Es lief alles so ab, wie mein Vater das haben wollte. Es gab extrem harte Strafen. Es gab sehr viel physische, psychische Gewalt auch, also in Form von Ausgrenzung und ja, so richtiges Mobbing eben. Und ja, also hatten Sie trotzdem das Gefühl, dass Ihr Vater Sie geliebt hat? Nein, überhaupt nicht. Als Kind hatte ich auch überhaupt keinen Bezug zu meinem Vater, also auch überhaupt keine Bindung. Ich war eigentlich froh, wenn er nicht zu Hause war, weil dann hatten wir wirklich so ein ruhiges, normales Familienleben. Hatten Sie Angst vor ihm? Ja. Ja. Also besonders, weil die Strafen für mich als Kind eben sehr willkürlich waren. Er hat nicht erklärt, was jetzt manchmal falsch war. Er hat einfach die Strafe verhängt. Und ohne dass man eigentlich wusste, was jetzt passiert ist oder was jetzt der große Fehler war. Sie beschreiben ihn als so eine Art Oberbefehlshaber, wie er aufgetreten ist, und sind aber regelmäßig, Sie haben geschrieben, Sie sind, bis Sie 18 waren, eigentlich nur in Nazi-Kreisen unterwegs gewesen. Sie kannten auch alle Größen der NPD oder alle Alt-Nazis überhaupt durch Ihre Familie und sind vor allen Dingen in allen Ferien in Feriencamps gekommen, wo dann im Grunde genommen die nationalsozialistische Erziehung weiterging. Genau, also in diesen Lagern der heimattreuen deutschen Jugend, die wurde 2009 verboten, zum Glück. Wurden jahrelang Kinder zu Elite-Neonazis erzogen. Also das Ziel dieser Organisation war, diese Kinder zu Elite-Nazis zu erziehen. Wir haben ja so ein Foto, sieht der kleine Junge schon aus wie so ein angehender Soldat? Ich bin das Mädchen dazu, ja, im Dirndl. Ja, das ist interessant, Dirndl. Was durften Sie tragen, was durften Sie nicht tragen? Also auf diesen Lagern durften wir ausschließlich als Mädchen blaue Röcke und ein weißes Oberteil, also am besten weiße Bluse tragen und eben einmal dann auch ein Dirndl zum bunten Abend, der dann so der gesellige Abschluss war. Und zu Hause war es jetzt nicht ganz so krass. Wir haben schon oft Dirndl getragen, aber wir durften nichts anziehen, was irgendwie modern war. Also wir durften ich bin in den 90ern aufgewachsen, also damals hatte jeder Schlaghosen, wir durften keine Pullover oder T-Shirts anziehen mit großen Aufdrucken, weil das amerikanisch war und ja, wir sahen immer ein bisschen anders aus als andere Kinder. Sie sagen bunter Abend, wenn Sie an Ihre Kindheit denken, welche Farbe haben Sie im Sinn? Boah, das ist eine gute Frage. Blau tatsächlich. Also ich, diese,
also in dieser HD, also so graublau, in dieser HDJ war so die vorherrschende Farbe, die Hemden von den Jungs waren eben so graublau und ich weiß nicht warum, aber das ist tatsächlich irgendwie dieser, ja, eigentlich kein Farbton. Ja. Wenn Sie zurückdenken, Sie haben Ihren Vater gefürchtet und Sie haben sich letztlich von ihm auch irgendwo getrennt. Ja? Ja. Trotzdem sind Sie in der Szene geblieben, in der Neonazi-Szene. Was hat Sie da gehalten? Sie sind ja reingewachsen, ganz klar. Und Sie waren ja irgendwann auch davon überzeugt, dass das richtig ist. Ja, ich war davon überzeugt irgendwann, dass es richtig ist. Ich habe das ja auch so eingedrillt bekommen, dass ich dann wirklich... Also der Meinung war, es ist alles so, wie mir das erzählt wurde. Ich wollte provozieren, deswegen war das auch, ja, da Neonazi zu sein, eine gute Provokation an Lehrer, Polizisten und was auch immer. Ich bin dann in der Szene auch geblieben, weil ich meinem Vater beweisen wollte, dass das, was er über mich sagt, nämlich, dass ich ein Versager bin und dass ich im Leben eh nichts auf die Reihe bekomme, dass das nicht stimmt, dass er doch irgendwie stolz auf mich sein kann. Mhm. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass der, ich glaube, 26. Juli 2008 sei eigentlich in der Erinnerung der schlimmste Tag Ihres Lebens. Es war die Beerdigung von einem alten Nazi, nämlich Friedhelm Busse. Und da sind Sie komplett ausgerastet, also gewalttätig geworden. Der Anlass war ein Fotograf, ja, der das dokumentieren wollte, was da abging an nationalsozialistischem Gedankengut, was sichtbar war anhand von Fahnen und Ritualen etc. Was hat Sie so ausrasten lassen, dass der Mann ins Krankenhaus musste? Also es wurde eben dieser Alt-Nazi beerdigt. Die Nazis tun dann gerne mal so, als wenn ihnen die Personen da in der Szene so heilig wären. Also alte Nazis werden eben auch als Helden verehrt. Tatsächlich ist es aber oft so, dass die in Wirklichkeit gar nicht so nette Menschen sind. Und ja, das würde aber keiner zugeben. Als der beerdigt wurde, fand es auf einem öffentlichen Friedhof statt. Ich habe das aber gar nicht als öffentliche Veranstaltung gesehen, sondern eben als private Beerdigung. Und der war eben dort und hat Fotos gemacht. Ich habe das irgendwie so als Störung der Trauerfeier empfunden. Dann wurde ja während dieser Beerdigung eine Hakenkreuzfahne mit ins Grab gelegt. Das hat mich in dem Moment auch erschrocken, weil ich das nicht wusste, dass das gemacht wird. Und ich wusste eben auch, was das für Konsequenzen haben kann. Ja, und es wird strafrechtliche. Genau, strafrechtliche Konsequenzen. Und als wir den Friedhof verlassen haben, war dieser Fotograf eben immer noch anwesend und hat fotografiert. Und ja, dann habe ich mich so provoziert gefühlt. Also es ist wirklich schwer für mich, das nachzuvollziehen, was ich damals gedacht habe oder gefühlt habe. Ja, und dann sind wir so ausgerastet und haben den eben, ja, schwer verletzt und die Kamera komplett zerstört. Wie alt waren Sie da? 16. Da waren Sie 16. Drei Jahre später sind Sie ausgestiegen. Wann kamen Ihnen erste Zweifel, dass das alles nicht in Ordnung ist, woran Sie ja geglaubt haben? Ja, eigentlich witzigerweise schon genau in dieser Zeit. Irgendwann ist mir dann mal aufgefallen, dass Nazis die Ideologie ja gar nicht so leben, also dass da sich viel zurechtgebogen und gelogen wird, dass man bestimmte Teile der Ideologie dann auch irgendwie gar nicht so leben möchte. Erst hat mich das gestört. Ich dachte, die Leute sind falsch, die Ideologie ist richtig. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass nicht nur diese Leute irgendwie blöd sind, sondern dass die Ideologie genauso schlecht ist. Und als ich dann mit meinem Mann zusammen war, schon bin ich schwanger geworden. Und das war dann so der Punkt, wo es echt irgendwie so Klick gemacht hat. Und ich gedacht habe so, nee, irgendwas läuft da ganz falsch. Also mein Kind wächst ganz anders auf. Ihr Mann ist auch Aussteiger. Er war auch Neonazi und hat Musik gemacht mit entsprechenden Texten, die Neonazis sie dann eben machen und singen. Das wollen wir jetzt hier nicht wirklich hören. Aber das heißt... Die Frage ist, hätten Sie es alleine auch geschafft oder haben Sie es nur mit Ihrem Mann, mit einem Menschen an Ihrer Seite geschafft? Also der Ausstieg alleine ist wesentlich schwerer, als wenn man zu zweit ist. Also man hat dann wirklich jemanden, mit dem man darüber sprechen kann, mit dem man das reflektieren kann. Man hat überhaupt eine Bezugsperson. Die meisten Leute, die aussteigen, die haben erstmal niemanden mehr. Da hat vorher die Familie meistens schon den Kontakt abgebrochen. Die hatten nur noch diesen Freundeskreis in der Szene. Die sind dann erstmal alleine und das ist das Schwierige daran, dieses große Loch, in das man fällt. Und das ist zu zweit viel leichter. Also das hat ja schon, wenn Sie es erzählen, und ich habe das Buch auch gelesen, das hat schon was Sektenhaftes. Ja, also die rechte Szene funktioniert wie eine Sekte. Und, ja. Womit erklären Sie heute, Heidi, dass viele Menschen nicht rechts wählen? Das sind ja nicht alles Nazis, ja, aber das sind ja auch Protestwähler etc. Aber gerade durch das Netz kann man meinen, dass dieses rechte Gedankengut geradezu cool wirkt, auch auf viele junge Leute. Womit erklären Sie dieses gefährlich Faszinierende? Ich habe deswegen neulich mal ein bisschen Ärger bekommen, aber tatsächlich glaube ich, dass persönliche Unzufriedenheit für sowas eine ganz große Rolle spielt, nämlich dass man dann so
bewusst andere Menschen, Minderheiten auch fertig macht und unter sich stellt. Ja, und natürlich kann man mit diesem Gedankengut, mit dieser Sichtweise auch gut provozieren. Und das macht es dann auch ja, interessanter für Jugendliche. Als Sie ausgestiegen sind, das war 2012, also jetzt mittlerweile 5 Jahre her, haben Sie wahrscheinlich noch nicht ahnen können, wie die wenigsten, dass die rechten Bewegungen in Europa enormen Zulauf bekommen. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Ja, die Entwicklung ist natürlich tatsächlich sehr besorgniserregend. Ich sehe ja vor allem die Statements, die jetzt in den Medien von sich gegeben werden, sowohl von Politikern als auch von Leuten, die irgendwie interviewt werden. Das sind Sachen, die hätte man vor ein paar Jahren, hätte die kein Mensch gesagt, ohne dass das einen Aufschrei gegeben hätte. Mittlerweile sind so bestimmte Thesen einfach so ganz normal. Das gehört irgendwie jetzt dazu und das finde ich so besorgniserregend. Also ein Begriff zum Beispiel, den man früher wahrscheinlich bei Ihnen zu Hause häufiger hörte, aber in der Öffentlichkeit nicht so ohne weiteres unwidersprochen hätte sagen können, ist völkisch. Ja. Und plötzlich hören wir dieses Wort ja öfter in politischen Statements von rechten Parteien. Wenn Sie Ihren Mann angucken, der heute ja weiter Musik macht und der im Grunde genommen... Nein, der macht heute keine Musik mehr. Macht er keine Musik Nein, mehr? Der hat nie wieder eine Gitarre angefasst. Er hätte ja auch gute Lieder singen können. Ja, gute Songs. Wäre schön gewesen, aber er möchte nicht. Und ich verstehe es auch. Also, Sie beide sind aber vor allen Dingen eher in einer Aussteigerhilfe tätig. Ja. Die erste Frage, haben Sie eigentlich noch Kontakt zu vielen, mit denen Sie früher tagtäglich zu tun hatten? Wir haben also privat keine Kontakte zu Neonazis. War ein krasser Bruch. Das muss alles, ja, das gehört. Das heißt, es war ein anderes Leben. Ja, aber man möchte das auch. Also ich könnte mir heute nicht mehr vorstellen, dass ich mit meinen alten Freunden dann mich irgendwie auf ein Bier treffe oder so. Also ich wüsste gar nicht, was ich mit denen reden soll. Und möchte mit denen auch irgendwie nicht mehr die Themen besprechen, die wir früher besprochen haben. Was ist das Schwierigste für die aussteigen wollen, weil Ihr Mann vor allen Dingen da sehr aktiv ist und Sie ihn dabei auch unterstützen? Und dieses Buch ist ja auch eine Warnung vor rechts. Ja, ich glaube, das Schwierige ist dieses Loch, dieses sich einzugestehen, dass man einer völlig falschen Sache hinterhergelaufen ist und dann erstmal nichts mehr zu haben und sich dann das Leben so komplett neu ordnen zu müssen. Ich glaube, das schreckt auch viele ab davor, dann tatsächlich diesen Schritt zu gehen. Sie arbeiten heute in einer Kindertagesstätte, in der Kita. Ja. Hat es mal irgendwie Fragen gegeben oder vielleicht sogar Zweifel, Ärger, dass Sie früher in der Neonazi-Szene unterwegs waren und jetzt mit Kindern arbeiten? Also alle Personen, die auf mich zugekommen sind, am Anfang wollte ich das öffentlich machen, das wurde von meinen Kollegen dann aber irgendwie, machen wir jetzt erstmal nicht, aber ist kein Problem. Alle Personen, die dann im Laufe der Zeit das irgendwie mitbekommen haben, dass ich Aussteigerin bin, sind auf mich zugekommen und waren da eigentlich total positiv. Es hat mich auch immer wieder überrascht, aber ja, also keine negativen Reaktionen. Ihr kleiner Sohn ist oben. Ja. Und grüßen Sie bitte Ihren Mann. Mach ich. Heidi Benneckenstein. Toll, dass Sie da sind. Vielen herzlichen Dank. Cheryl Shepard, Sie haben 12 Jahre lang eine der Hauptrollen im ARD-Dauerbrenner gespielt, in aller Freundschaft, der sogenannten Sachsenklinik. Sie sind eine erfolgreiche Schauspielerin. Und Sie gehen ganz offen auch mit Privatem um. Und Sie haben auch öffentlich gemacht, Sie sind in eine Privatinsolvenz geraten. Da habe ich mich gefragt und wahrscheinlich auch viele andere, wie kann man denn erfolgreich in dem Beruf sein, richtig erfolgreich, und dann so abschlittern in eine Insolvenz? Indem man großzügig ist und weggibt. Während der Zeit, wo es einem gut geht. Und nicht damit rechnen, dass es aufhört. Das ist die Krux natürlich des Schauspielerberufes. Man weiß nie ganz genau, wie lange es dauert, wie lange der Erfolg dauert. Also nach 12 Jahren war diese Rolle sozusagen weg. Und dann ist das dann so ein Moment. Also man merkt ja langsam, oh, es könnte irgendwie knapp werden. Und irgendwann gibt es dann den Moment, wo man sagen muss, jetzt muss gehandelt werden. Was war das bei Ihnen für ein Moment? Kein schöner, kein lustiger Moment. Ich habe ihn so in der Ferne gesehen. Ja, das meine ich. Ja. Und bin so auf den zu und wusste, es gibt kein links und rechts ausweichen. Und dann habe ich mir Hilfe geholt. Ich bin recht schnell dann zu einer Schuldenberatung gegangen. Die wiederum haben mich dann zu einem Insolvenzverwalter geschickt, dass ich einfach mit jemandem spreche, der sich mit dieser Materie auskennt. Und der hat
sehr positiv reagiert und hat auch gesagt, wunderbar, dass Sie kommen. Andere warten noch viel, viel länger als Sie. Und das macht Menschen krank. Das ist nicht gut. Das muss man heutzutage nicht mehr. In den 50er Jahren sah das noch ganz anders aus. Da sind Leute vom Kirchturm gesprungen. Und ja, und heute, es ist leider so, es kann richtig vielen Leuten passieren. Ich habe eine Zahl. Im vergangenen Jahr hat es über 100.000 Privatinsolvenzen gegeben. Also nicht Firmenpleite oder irgendwas, sondern privat. Ja. Das finde ich ehrlich gesagt eine ziemlich besorgniserregende Zahl. Ja. Und man hört es ja auch oft, aber Sie sind dann als Prominente hergegangen und haben gesagt, gut, ich habe einen öffentlichen Beruf, ich bin eine öffentliche Person, ich mache das auch öffentlich. Wie schwer ist Ihnen das gefallen? Ich glaube, Sie sind da so ein bisschen verpfiffen worden, kann das sein? Ja. Ja. Jemand fand, dass es nötig ist, eine anonyme Mail an die Presse zu geben. Und zwar so ziemlich einen Rundumschlag. Wissen Sie, wer es war? Schön groß. Das ist ja schon hart. Ja, das war nicht schön. Aber schlussendlich war es doch gut. Ich hätte es alleine nicht gemacht oder nicht so schnell. Und dennoch hätte es natürlich mein Leben stark beeinflusst. Und ich hätte anders, ich hatte die Möglichkeiten ja nicht mehr. Ich konnte nicht mehr jetzt irgendwie wie andere Kollegen in die USA in Urlaub fliegen. Ich musste das Auto verkaufen, wir mussten umziehen. Und da hätten andere Leute auch gesagt, sag mal, was ist denn das für ein neuer Trend? Was machst du denn da, ja? Und da hätte ich trotzdem dann damit rausrücken müssen. Und so war ich gezwungen und alle wussten es. Und es wurde dann halt auch reagiert und es wurde aber auch sehr positiv reagiert. Ja, zum Teil schon auch mit Betroffenheit natürlich, aber auf eine Art und Weise, wie ich es gar nicht erwartet habe. Sehr liebevoll, sehr einfühlsam, auch unterstützend. Und ich glaube nicht, dass ich einen Freund oder eine Freundin verloren habe. Bis auf den einen. Ja, ich glaube, das war Freund, der Name war völlig verkehrt. Nein, nein, das war keine Freundschaft. Nein, aber was ich erfahren habe, ich habe Freunde bekommen. Und das nicht wenige. Wo war Ihre Situation auch dadurch nicht ganz einfach? Sie haben 5 Kinder. Ja. Ja, und wenn ich dann sozusagen, auch Ihr Mann ist auch Schauspieler, wenn ich dann sozusagen die Hauptrollen gewöhnt bin und meinen Kindern auch ein schönes Leben bieten kann und plötzlich muss ich mich ja auch um die 5 noch mitkümmern. Also das ist schon, glaube ich, ein Gewicht, das man stemmen muss. Gut, die Kinder waren zu dem Zeitpunkt oder einige davon waren schon relativ groß. Zwei Töchter. 3 mit der Pflegetochter waren 3 schon fast erwachsen. Und dementsprechend, die waren eine Stütze für mich. Die waren wirklich eine Stütze. Meine Tochter, die in Wien studiert, finanziert sich völlig alleine. Und Wien ist teuer. Also inzwischen beide Töchter sind völlig, oder alle drei sind auf eigenen Füßen. Und sie haben mich aber vor allem... Sie haben mich mental unterstützt und sagen wir mal so, für den Pubertärling damals, da war es schwierig. Also da in die Schule zu gehen und dann war das halt in der Presse und wenn Kinder in die Schule gehen müssen und etwas über die Eltern in der Presse steht, dann ist das nicht so einfach. Ja, aber ich glaube, es ist tatsächlich auch etwas, was in dem Beruf nicht so selten vorkommt, dass man plötzlich klamm wird. Sie sind ja noch jung, ja, Tim. Aber ich weiß nicht, ob Sie auch schon mitgekriegt haben, dass so Kollegen dann so ein bisschen rumdrucksen, weil plötzlich die Angebote ausbleiben. Und plötzlich wird es eng. Das ist ein wahnsinnig beschissenes Gefühl, ja, aber das kann immer passieren. Und ich glaube, es sagt sich so leicht, aber man muss irgendwo mit dem Bewusstsein auch leben, dass es jederzeit sein kann, dass es halt schwierigere Zeiten gibt. Und wenn ich Sie richtig einschätze, Schall, sind Sie eine Frau, die so weit die Arme aufmacht? Ja? Also Sie sagen ja selber... Ich mache das gerne, ja. Sie sind auch sehr großzügig, Sie strahlen auch eine Lebenslust und Lebensfreudigkeit aus. Und diese Geschichte, Sie haben eben gesagt, die Pflegetochter, Sie haben 2 Pflegekinder. Und das ist eine sehr besondere Geschichte, denn Ihre Pflegetochter war bei Ihnen Au-pair-Mädchen. Ja. Für die Kinder. Ja. Und wieso wird ein Au-pair-Mädchen und der Sohn des Au-pair-Mädchens plötzlich zum Pflegekind? Weil die junge Frau in einer Situation war, wo sie Hilfe brauchte. Sie wurde Mutter. Und das war nicht alles so geplant.
und die junge Frau hatte Angst. Und die junge Frau hat mich gefragt, ob ich ihre Mutter werde. Und das während der heftigsten Wehen. Und da habe ich spontan ja gesagt. Und dann bin ich halt am Abend mit zwei Kindern nach Hause gekommen. Wobei, wenn ich jetzt ganz genau werde, ist ja dann der kleine Pflegesohn eigentlich ein Enkel, weil er ist ja der Sohn. Ja, aber das mag er gar nicht gerne hören. Wenn jemand sagt, deine Oma, da wird er fuchsteufig wild. Und eine Tante bin ich auch nicht, ich bin seine Mama. Und er hat einfach zwei Mütter. Und ja, wenn man ihn fragt, wo ist deine Mama, dann macht er so. Es ist süß und es funktioniert sehr, sehr gut. Der ist jetzt 8 Jahre alt, um mal zu sagen, um die Geschichte abzuschließen. Sie haben es wirklich in relativ kurzer Zeit geschafft, sozusagen wieder Ordnung in die ganze Bagage zu bringen. Denn Sie haben in recht kurzer Zeit die Privatinsolvenz hinter sich gelassen. Sie sind schuldenfrei. Das ist doch irgendwie, wie haben Sie das in so kurzer Zeit geschafft? Ich hatte einfach Wohnung, Auto weg, neue Rolle. Ja, neue Rolle. Ich hatte wahnsinniges Glück, dass ich die neue Rose sein durfte von der 13. Staffel. Das ist jetzt schon wieder vorbei natürlich. Und jetzt bin ich dabei, mich neu zu orientieren und habe mit meinem Kollegen von In aller Freundschaft, mit Bernhard Bettermann, wir haben eine Lesung, eine musikalische Lesung. Wir haben noch zwei Pianisten und wir spielen oder wir lesen die Briefe von Fanny und Felix Mendelssohn. Und dazu werden auch Kompositionen von Fanny und Felix gespielt. Wir haben Sie aber jetzt noch mal als Rote Rose hier. Das wollen wir, alles klar. Das wollen wir nicht entgehen lassen. Das Programm haben wir auch noch mal insertiert, ja, damit man das weiß, was Sie gerade tun. Aber diese Rote Rose zu spielen, Rote Rosen, jeden Mittag, 14 Uhr, hängen 10. da Millionen dran. Ja. Für 10, ja. Bitte schön, das ist die Rote Rose in Aktion. Mhm. Morgen werde ich mit Patrick ein ernstes Wort reden. Versprich ja nicht so viel davon. Wir haben uns immer gut verstanden. Deshalb hast du mir auch deine Hotelanteile geschenkt. Ich habe Ihnen meine Hotelanteile geschenkt, damit sich unsere Familien versöhnen. Haben Ihr Vater oder Ihr Bruder jemals einen Gedanken an die Gefühle meiner Großmutter verschwendet? Es geht auch um Respekt. Das sehe ich genauso. Und um die Werte und Statuten von Ancient Listed Hotels of the World. Der Verband ist eine wirtschaftliche Interessengemeinschaft und keine Ethikkommission. Sehen Sie das so? Wie sonst? Gut. Dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Tag. Ich hätte meine 25% des Hotels nie an Patrick Mielitzer überschreiben dürfen. Weißt du was? Ich werde an deiner Seite kämpfen, bis du dein Hotel wieder zurück hast. Cheryl Shepard in Rote Rosen. Wie Sie das Englische aussprechen, merkt man, Ihr Vater ist Amerikaner. Sie sind zweisprachig aufgewachsen, das hörte man hier irgendwo. Ich habe noch eine letzte Frage. In dieser Woche gab es Schlagzeilen über Sie, dass im Focus Online, also ein, ich dachte immer, seriöses Magazin, dachte ich bisher, Focus Online, Cheryl Shepard beim Fremdknutschen erwischt. Ich dachte, ich lese nicht ganz richtig. Ja? Und das interessiert mich ehrlich gesagt ziemlich wenig. Ja? Ich finde auch, das ist Conchita. Was soll man da sagen? Fremdknutschen ist manchmal angesagt, bei uns immer nur Karneval, kann auch anders sein. Aber interessant finde ich heutzutage dieses Phänomen, Sie sind irgendwo in einer Disco oder wo auch immer und Sie müssen in jeder Sekunde damit rechnen, wenn Sie einigermaßen prominent sind oder noch nicht mal, dass irgendein Depp sein Handy rausholt und Sie fotografiert und ins Netz stellt. Das finde ich so absurd und so ärgerlich und man kann sich dagegen nicht wehren. Wie war Ihr Gefühl, als Sie das mitgekriegt haben? Ich war kurz unter Schock. Das ist doch. Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Und es war kein schönes Gefühl. Ja, aber das ist ja etwas, was im Grunde genommen allen passieren kann. Gut, wenn man noch sich in die Gestalt einer Kunstfigur begibt, ist man ja, das haben Sie vorhin so gesagt, Conchita, ne? Das ist ja auch ein Schutz irgendwo der eigenen Persönlichkeit. Aber dass man eigentlich hingehen kann, wo man möchte und muss damit rechnen, egal ob man sich in der Nase bohrt oder ich weiß nicht was macht, dass irgendjemand das festhält. Ja, vor allem war es ja kein öffentlicher Auftritt, sondern es war halt wirklich ganz privat. Es war, ja, ausgehen mit Freunden. Und, hast du es mitbekommen, als du fotografiert wurdest? Ich wurde gefilmt. Gefilmt? Mhm. Und dann einfach wurde es hochgeladen oder was damit halt gemacht? Bild-Zeitung, erste Seite und letzte Seite.
Oh. Und am nächsten Tag nochmal. Vierte Seite. Aber zu Hause ist alles geklärt. Alles geklärt. Sehr gut und sehr erwachsen. Auch das ist geklärt, Cheryl Shepard. Toll, dass Sie heute da sind. Vielen herzlichen Dank. Wir bleiben jetzt mal kurzfristig bei einer Serie, ja, und gehen zu dem Club der Roten Bänder. Das ist eine besonders spannende und extrem erfolgreiche Fernsehserie, die auf Vox läuft. Und am 13. November beginnt die dritte Staffel. Das Besondere, sie spielt auf einer Krankenstation und die Akteure sind Jugendliche, die schwer erkrankt sind. Tim Oliver Schulz, Sie spielen einen krebskranken Jungen, dem dann auch schon ein halbes Bein amputiert werden musste. Was hat so eine Rolle Ihnen abverlangt? Also in der ersten Staffel oder vor der ersten Staffel war es so, dass es hieß, ich spiele einen 16-Jährigen, der ein Bein verloren hat, der einen Teil von der Lunge verliert und einen Teil von der Leber und der einige Jahre im Krankenhaus verbracht hat auf einer Kinderonkologie. Und ich bin in ein Krankenhaus gefahren, habe mich mit jemandem getroffen, der im Alter von meiner Figur von Leo an Krebs erkrankt ist, und wir sind, und ich wollte das verstehen, wie das ist, also wie die da so viel Spaß haben können und wie die, also wie es in den Drehbüchern halt steht. Und er hat gesagt, als ich ihn gefragt habe, wie das für ihn ist, hat er gesagt, ja, das war eine furchtbare Zeit, aber es war auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Eine der schönsten seines Lebens. Und intensiv. Das, intensiv, genau. Und das, die Onkologie. Ja. Und das wollte ich verstehen. Und ich glaube, das habe ich dann in den 3 Jahren auf jeden Fall verstanden, dass das halt auch eine sehr, sehr schöne Zeit sein kann. Ja, und das ist nämlich auch der Punkt, dass diese Serie spannend ist, die kann lustig sein, die ist natürlich dann auch dramatisch, dann ist sie traurig, sie hat eigentlich alles, was zu einer guten Fiction-Story gehört. Und um das klarzumachen, zeigen wir mal aus der schon gelaufenen Folge eine kurze Szene. Wir haben gekämpft, gehofft und gelitten. Wir haben Freunde verabschiedet. Und wir haben Versprechen erfüllt. Man kann sagen, wir haben ganz schön krassen Scheiß erlebt. Freiheit für Leo! Ich hab's geschafft, ich komm frei! Ich komm frei, Baby! Du musst der Krankheit immer einen Schritt voraus sein. Du musst sie kontrollieren. Ansonsten kontrolliert sie dich. Ich hab Leo gesehen. Er hatte keine Haare mehr. Was hat das zu bedeuten? Er hat wieder Krebs. Ich kann es einfach nicht mehr. Wir fühlen uns am Ende einer langen Reise. Dabei stehen wir erst ganz am Anfang. Der Club der Roten Bänder, Tim Oliver Schulz. Das ist jetzt nicht nur eine Fernsehszene, als Sie sich die Glatze rasiert haben, sondern Sie haben sich die Glatze rasiert. Ja. Sie hätten auch so eine Glatzenattrappe nehmen können. Nee, ich wollte es dann schon richtig machen. Also ich meine, ich spiele jemanden, der eine Glatze trägt und der durch sehr, sehr viel Leid gegangen ist, und dann hat sich das nicht richtig angefühlt, irgendwas raufzukleben. Also das haben schon sehr viele Schauspieler gemacht, und das war überhaupt keine Frage, ob ich da irgendwie drumherum komme. Wie gefallen Sie sich denn ohne Haare? Ich freue mich sehr auf meine Haare. Sind ja schon fast wieder alle da. Ja, das ist fleißig am Wachsen. Also, ja, okay. Sehr gut. Ich freue mich sehr. Meine Mutter kann mich zum Beispiel überhaupt nicht mit Glatze sehen. Und die ist immer so, ja, naja, es kommt ja bald wieder mehr. So, und in der nächsten Rolle, die ich in 2 Wochen anfange, da kriege ich so ein kleines Haarteil. Und da darf ich endlich wieder so durch die Haare fahren und damit spielen. Und darauf freue ich mich sehr. Ja, das ist, ja, okay. Aber wir denken gerade daran, dass Ulrich Walter vorhin erzählt hat, die Angst in der Familie, das Risiko mitzuerleben oder mitzutragen, das ein Einzelner eingeht. Und bei Ihnen stelle ich mir jetzt auch so vor, da gucke ich mir an, wie mein Sohn immer wieder spielt, dass er krebskrank ist. Was hat das in Ihrer Familie ausgelöst? Also meine Mutter, der fährt es sehr schwer. Sie sagt auch, die dritte Staffel, die wird sie sich nicht anschauen. Ich glaube, die wird sie sich doch anschauen, aber sie sagt, nee, das hält sie nicht nochmal durch. Ich glaube, meine Großeltern auch nicht, die können sich das auch nicht geben, aber...
Aber ich glaube, es lohnt sich sehr, das zu sehen. Ich kann es verstehen, dass viele sagen, sie können sich das nicht anschauen, weil das zu viel Leid mit sich bringt. Aber es hat ja auch was Reinigendes. Also was, also es ist für jeden was anderes. Die Serie macht mit jemandem was anderes. Ich meine, gerade solche Fernsehserien sind ja total angesagt im Moment. Ich weiß nicht, ob Sie überhaupt noch Zeit haben, Conchita Fernseh zu gucken. Ja, schon, aber ich gucke kaum Fernsehen. Es gibt ja so Leute, die gucken sich das ganze Wochenende dann im Zweifelsfall amerikanische Staffeln an. Also wirklich Binge-Watching. So, ja. Nennt sich das. Wahnsinn. Machen Sie es auch? Mir tut es total gut zum Runterkommen. Also abends dann irgendwie nach Drehschluss mir noch eine Folge von irgendwas sehr Brutalem anzuschauen. und das hat mir... Das ist noch viel schlimmer nach dem Motto. Total, ja, genau, das ist noch schlimmer, als das, was wir machen. Also sind Sie so ein Serien-Junkie? Also es kommt natürlich immer auf die Serie an, aber so ich folge da auch eigentlich dem Fall, wenn ich so Narcos zum Beispiel als Serie sehe, da muss ich dann die ganze Staffel sofort durchschauen. Wahnsinn. Das Interessante bei Ihnen ist ja, dass Sie ganz früh angefangen haben, weil Sie unbedingt Schauspielern wollten. Das hört man ja manchmal. Das Besondere ist nur, Sie drohten, ein Knirps zu bleiben. Ich drohte, ein Knirps zu bleiben, ja. Ich glaube, also das Wort Kleinwüchsiger ist mir gefallen. Es war wirklich so, dass ich immer sehr viel kleiner war als alle anderen. Und wir oft beim Arzt waren und so. Und dann hat irgendeine sehr gute Freundin der Familie einen sehr guten Rat gegeben, zu Carmela Grunewald, zu einer damaligen Agentin zu gehen. Zu der bin ich gegangen, habe dann 2 Jahre lang, so, das war so ein Hobby, zu Castings zu gehen. Und es war super. Und alle haben total erzählt, dass sie schon ganz viel gemacht haben. Und ich habe halt noch nichts gemacht. Dann hatte ich 2 Komparsenrollen. Und dann kam mit 12 die erste große Rolle. Und und dann kam gleich die nächste. Und mit 12 bin ich dann wirklich gewachsen. Also das war echt eine sehr gute Therapie. Also mit der ersten Rolle kam so ein Schub? Ja, das war einfach, mir fehlten so Erfolgserlebnisse fehlten mir. Meine Geschwister waren gut im Tennis und so und ich hatte das nicht. Und dann hatte ich diese Bestätigung und dann bin ich gewachsen. Ach, Sie meinen, wegen sozusagen Minderwertigkeitskomplexen und fehlender Erfolge sind Sie klein geblieben? Ich weiß nicht, woran es genau lag. Auf jeden Fall fehlten mir diese Erfolgserlebnisse, denke ich mal, um was zu haben, was mir Selbstbewusstsein gibt und mich wachsen lässt. Ich denke gerade an Sie, was Sie gesagt haben, da müssen ja alle Nazis kleinwüchsig sein. Ja. Es gibt ja diesen Napoleon, dieses Napoleon-Syndrom. Ja. Und ich meine, sehr, sehr viele Schauspieler sind sehr, sehr klein. Also das kann schon irgendwo zusammenhängen. Aber nun gehört ja zum Schauspielberuf, ja, dass man schon besonders hofiert wird. Ja? Und ich stelle mir vor, dass so ein Kleiner, sage ich jetzt mal, furchtbar, der so ein bisschen frustriert ist. Und die Brüder, die sind Cracks im Tennis und sonst irgendwie. Jetzt kommt der so ans Set und plötzlich ist der wer. Das war unglaublich. Also ich hatte meinen Vater und meine Mutter, die haben immer sehr darauf geachtet, mich dann so, also auch dann später in der Pubertät, so sehr nicht zu hofieren. Und ich weiß noch, ich kam ans Set, als ich 12 war, von Peter Patzak an Set und dann war da eine wunderschöne junge Praktikantin und die hat mir Brötchen geschmiert und ich dachte, okay, hier bin ich richtig. So. Und dann gab's... Sie hat mich wirklich gefragt, was möchtest du für Brötchen haben? Was soll ich dir auf deine Brötchen legen? Und dann gab es irgendwie nicht nur wie zu Hause so Sesambrötchen mit Quark und Marmelade im Sommerferien dann mal, wenn es irgendwie ein besonderer Tag war, sondern es gab da alles Mögliche drauf angerichtet. Oder Mangos. Ich habe noch nie eine Mango zuvor gesehen. Da gab es Mangos am Set und dann stand ich so auf diese Mangos, dass mir Christian, mein damaliger Fahrer, jeden Morgen eine Mango mitgebracht hat. Und da geht es sehr schnell, dass man dann halt abhebt. Und ich habe da zum Glück... es kann sein, dass ich so einen kleinen Höhenflug damals dann irgendwie hatte, aber ich glaube, ich habe mich dann wieder ganz gut gefangen. Das wollte ich gerade sagen, da kann man ja leicht einen Knall kriegen, ne? Ja, also vor allen Dingen bei Club der Roten Bänder jetzt. Ich meine, das war der Wahnsinn, was wir plötzlich für einen Erfolg hatten. Ich hatte ja schon so ein paar Jahre lang Berufserfahrung, aber bei den anderen war es halt weniger so. Und da war die Gefahr relativ groß, dass da durch diesen ganzen Erfolg und diese ganzen Veranstaltungen und klar fliegen wir dich ins Hyatt Hotel nach Berlin und du kommst auf irgendeine roten Teppich Veranstaltung und kriegst Anzüge ohne Ende und das liegt nahe, dass man da abhebt, aber das ist ja nicht passiert. Das sind ja 6 Hauptrollen in dieser Serie. Dann kann man sich dann sozusagen gegenseitig so eine soziale Kontrolle leisten oder ist es schon mal passiert, dass dann so einer oder ein Nee, was war das eben, diva-eske Allüren an den Tag legt?
Also ich glaube, sobald irgendwelche diversen Allüren an den Tag gelegt worden wären, hätte es einen Klaps auf den Po von den anderen fünf gegeben. Mhm. Und nee, wir sind sehr eng. Also wir mögen uns ja gerne. Ich habe heute Nick getroffen zum Mittagessen. Ich trage einen Ring von Ivo die ganze Zeit. Also wir haben viel Kontakt und wir würden uns sagen, wenn da irgendwas falsch läuft. So. Wie ist das eigentlich gewesen mit dem vermeintlich fehlenden Bein? Das ist eine typische Frage. Wir haben heute geredet im Auto über was ist die meistgefragteste Frage. Ja. Und jetzt kommt die Frage mit dem Bein. Ja, ich saß einfach drauf. Ach so. Ja. Und wenn man mal darauf achtet, es gibt bei relativ vielen Filmen, wo Rollstuhlfahrer Rolle spielen, dann sitzen die meistens sehr hoch. Und ich habe irgendwie das Glück, dass mein Fuß recht gut in meinen... Ja. dass ich recht gut so sitzen kann. Okay. Also irgendwie geht es gut. Also Sie sind jetzt, glaube ich, 8 und 29, ne? 29. Und blicken damit, wenn ich jetzt scharf rechne, auf 17 Jahre Fernseherfahrung und Filmerfahrung zurück. Hört sich komisch an, aber ja. Aber funktioniert. Hey. Und ich habe bis vor kurzem noch Leo ist geboren, ich habe immer diese Armbänder getragen. 98 ist er geboren. Also das war sehr viel jünger. Also, ja, deswegen ist die dritte Folge, die dritte Staffel ist jetzt im Grunde genommen auch die letzte, weil es dann irgendwie seid ihr da sozusagen alle rausgewachsen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Sie studieren ja auch noch. Sie studieren an der... Moment, ich kann das nachgucken. Wo ist meine zweite Seite? Da ist es ja an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin. Die Deutsche Film- und Fernsehakademie der Berlin, DFFB, im Sony Center, nicht in Babelsberg, so wie viele immer denken. Da studieren Sie einen Studium, um Produzent zu werden. Filmproduktion, genau, kreativer Film- und Fernsehproduzent. Das heißt, Sie wollen eigentlich nicht von vor der Kamera hinter die Kamera? Ja, für mich schließt sich das nicht aus. Also ich mache nächstes Jahr meinen Abschluss und werde auch weiterhin drehen. Also das ist so, dass ich hoffe, beides machen zu können. Also ganz schön viel. Vor allen Dingen haben Sie 2016 Ihren ersten von sich produzierten Film bei der Berlinale zeigen können und bekamen ein besonderes Lob der Jury. Das heißt, man kann Sie jetzt auch schon Filmproduzent nennen. Um Gottes Willen. Also ich bin Student der Filmproduktion und ich habe Filme produziert. Ich habe die sind wahnsinnig gut gelaufen auf Festivals. Wir waren in Cannes. Ich habe einen Preis von Terry Gilliam überreicht bekommen, also der Film. Und ich hatte das Glück, mit ganz, ganz tollen Menschen zusammenzuarbeiten. Und das hoffe ich, passiert weiterhin. Wenn ich mir das so angucke, sieht das nach einer ziemlich guten Karriere aus. Ich bin sehr froh, um das, was passiert. Aber ich weiß auch, dass es sehr schnell nicht mehr so weitergehen kann. Also, dass es sehr schnell zu Ende sein kann. Und nicht zu Ende. Nein, nicht zu Ende, aber dass es sehr schnell nicht gut laufen kann. Und deswegen das zweite Standbein. Am 13. jedenfalls geht es los mit der dritten und letzten Staffel von Der Club der Roten Bänder. Tim Oliver Schulz, toll, dass Sie da sind. Vielen herzlichen Dank. Super. Wir kommen in der Runde zusammen und Conchita hat auch schon erzählt von vielen Stationen in den letzten 3 Jahren oder während der letzten 3 Jahre. Aber Atze kommt gerade zurück, Atze Schröder, von einer Weltreise. Genau, ich war knapp über 2 Monate auf Weltreise, Singapur, Bali, wo war ich denn dann? Australien, Neuseeland, Hawaii, Los Angeles und Kolumbien. Und wenn ich das jetzt so aufzähle, klingt das alles nach einer ziemlich guten Reise, ja. Ja, 60 Tage, in 60 Tagen fast um die Welt, nicht alles, aber doch 65, ziemlich viel. War das nicht ein bisschen viel? Ach, es geht. Ich wollte immer mal nach Australien und nach Neuseeland. Da habe ich gedacht, dann kannst du auf dem Hinweg auch schon ein paar Stationen machen. Und auf der anderen Seite zurück und da eben auch ein paar Stationen. Die Idee war von vornherein zu gucken, wo lohnt es sich, noch mal hinzufahren und länger zu bleiben. Ach so, jetzt verstehe ich. Die wichtigste Frage, allein? Immer mal wieder kamen Freunde vorbei. Zum Beispiel auf Hawaii kam mein lieber Freund Flöcki genau aus der anderen Richtung. Und wir haben uns da getroffen und 5 Tage zusammen gesurft. Oh, guck mal an. Aber war Hawaii nicht auch der Ort, wo Sie so richtig eins auf die Nase gekriegt haben? Das stimmt. Eigentlich waren es ja alles Easy-Going-Plätze. Und gerade Hawaii steht ja für Südsee-Flair und
und ein friedliches Miteinander. Und da war es tatsächlich so, dass ich genau da ohne Grund, ich ging an der Promenade ausgerechnet auf Waikiki Beach, was ja nun auch wirklich sehr hektisch ist, abends entlang. Und der Typ rempelt mich an, ich drehe mich um und der haut mir sofort volles Programm, aber eine rein. Und das Linke an der Nummer war, ich habe so gar nicht damit gerechnet, weil der sah sehr gut aus. Der war gut gekleidet, perfekte Zähne. Und ja, jetzt komme ich aus dem Ruhrgebiet, ich weiß schon, solche Situationen zu nehmen. Aber ich habe mich damit beruhigt, dass ich gedacht habe, ach, das hast du auch mal verdient. Und bin dann meiner Wege gegangen. Aber das tut doch total weh. Ja, das tat ein bisschen weh all die Tage. Aber ich glaube, die Wut war das eigentliche Problem. Dass ich abends, man denkt ja immer wieder drüber nach, man fühlt sich tatsächlich auch wirklich mal so richtig als Opfer. Und dann habe ich abends immer so drüber nachgedacht, ah, ziehe ich jetzt noch mal los. Such den. Weil, ne, und so weiter. Man ist danach so viel schlauer und denkt sich, ich hätte doch das und das machen können. Aber es war natürlich letztendlich schlau, gar nichts zu machen, ja. Weil gerade in den USA läuft man plötzlich in so einem dieser schicken Anzüge rum und ist an Füßen und Händen gefesselt. Und insofern war es ja ganz gut. Und wenn ich dann so tagsüber wieder auf den Wellen lag, dann ging es ja auch wieder darum. Wie gesagt, und ich habe gedacht, naja, irgendwann war es ja auch mal fällig. Das klingt eigentlich trotz der Vielzahl der Orte, klingt es nach Entschleunigung. Das war totale Entschleunigung, weil wenn man außerhalb unseres Landes ist, das kann wahrscheinlich jeder bestätigen, der schon mal nach Holland rübergefahren ist, hätte ich jetzt weiter gesagt. Aber eigentlich ist das sogar ein gutes Beispiel, ausgerechnet jetzt von mir, der immer auf der linken Spur ganz links fährt und mit Vollgas. Aber wenn du von der Weltreise zurückkehrst, wenn du auf einer deutschen Autobahn unterwegs bist, plötzlich das Gefühl, alle sind wirklich wahnsinnig geworden und wollen sich gegenseitig umbringen. Und insofern ist Holland dann schon wieder ein gutes Beispiel, weil wenn du da rüberfährst, dann ist ja sofort wieder Ruhe. 130, ja. Ende. Umgekehrt ist aber auch schön. Du meinst sofort Grenzübergang und dann... Ja, wenn man, geht gar nicht. Aber es ist schon unglaublich, wie viel Druck wir hier aushalten müssen. Gerade wenn du eben auf Bali oder die Australier sind sehr entspannt, die Neuseeländer haben es ja eigentlich erfunden. Da geht es nicht darum, der Beste zu sein oder der Reichste, sondern ein gutes Leben zu führen. Und das gibt einem schon ein bisschen zu denken, ob wir nicht auch alle so einen Gang zurückschalten. Ja, ich wollte jetzt gerade nämlich auch mal wissen, wenn ich 60 Tage um die Welt fliege, fahre, was auch immer, was nehme ich denn da mit jetzt eigentlich? Außer... Ja, eben hier. Genau diese Entspannung. Ich gehe ja jetzt bald mit meinem neuen Programm auf Tour. Das ist ja entspannt. Jeden Abend anders. Ja, auf der Bühne habe ich meine Ruhe. Wird vielleicht ein oder andere bestätigen. Gibt doch kaum immer Widerworte, ne? Nein, aber es ist ja so. Man hat ganz viele Promotermine drumherum und man muss in verschiedene Studios, Fernsehstudios, Radiostudios, verschiedene Interviews. Aber wenn du abends auf die Bühne gehst um 7:55, dann hast du auch deine Ruhe. Wunderbar. Ja, die Leute sind wegen dir gekommen. Genau. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber man tut das, was man gerne tut. Das ist wunderbar. Naja gut, aber Conchita hat ja vorhin gesagt, es gab auch Momente, wo man den Applaus nicht mehr wirklich gespürt hat. Ja. Aber man hat seine Ruhe. Genau. Red ja nur ich. Nein, wenn ich das richtig verstanden habe, war es ja aufgrund dessen, weil es zu viel war. Ja. Es waren zu viele Termine und das kann ich gut nachvollziehen. Wir haben eben gerade über Existenzängste gesprochen und dass eine Karriere ja auch schneller vorbei sein kann, als man denkt. Und ich weiß noch so 99, 2000, 2001, als das alles so tierisch abging, da habe ich 300 Termine im Jahr gemacht. Und weil ich habe gedacht, du weißt ja gar nicht, ob es nächstes Jahr vorbei ist. 2003, als ich den Deutschen Fernsehpreis gewonnen hatte, werde ich nie vergessen, stand ich in der Garderobe mit diesem Fernsehpreis und habe den auch nicht wieder losgelassen. Und habe gesagt, lieber Gott, häng noch ein Jahr dran, es macht gerade so viel Spaß. Ja. Ja, jetzt haben wir 2017. Ja, jetzt. Und wie heißt das Programm? Turbo. Das Programm heißt Turbo. Aber es geht ja eben genau darum, dass überall Turbo draufsteht. Nicht nur auf Autos, sondern wir haben Turbo-Kommunikation. Wenn du eine E-Mail 3 Stunden nicht beantwortest, dann gilt es ja schon als klinisch tot. Turbo-Abi, Turbo-Sex, alles ist Turbo. Und wenn ich
auf der Bühne jetzt gerade bei den Warm-up-Terminen über dieses Thema spreche, dann sehe ich, wie das Publikum immer nickt, wenn ich sage, ey, jetzt geht doch mal vom Gas. Ey, das kann doch nicht so weitergehen. Man hat langsam den Eindruck, den ersten Platz in die Köpfe. Und ich das auch den Müttern sage, jetzt morgens, wenn der Wecker geht, 6 Uhr, dann hau doch drauf auf das Ding. Das Kind muss ja zur Schule, nicht du. Und dann sehe ich die ganzen Mütter, wie sie aber zumindest für ein paar Sekunden denken, oh, eigentlich hat er recht. Und ja, und so versuche ich die Leute eben aufzufordern, mal drüber nachzudenken, was wirklich wichtig ist, natürlich mit vielen Gags in meinem Programm, ist ja klar, und auch mit vielen Übertreibungen, aber das ist schon ein Thema, was ich immer versuche auch zu treffen, den Zeitgeist. Und der Zeitgeist ist, dass im Moment unterschwellig alle das Gefühl haben, es ist zu viel, der Druck ist zu hoch. Du siehst bei Facebook, Snapchat, ich schon hier und ja, Zeit, ja, genau, du nickst ja auch, Instagram und so, da werden wird dann gepostet, wie man sich die Fingernägel lackiert hat, irgendwelche angebissenen Frikadellen und das sind dann plötzlich die Helden und das ist der Wahnsinn, wer sind denn die wirklichen Helden? Das ist doch die Krankenschwester, die dann durch 4 Nachtdienste versucht, ihre Kinder durchzubringen, der Polizist, der vorm Stadion steht, am Wochenende sich in die Fresse spucken lassen muss, das ist die Müllabfuhr und und diese Helden werden ja gar nicht mehr aufs Tapet gehoben, sondern es geht nur noch darum, zu zeigen, I'm blessed, ich bin gesegnet, mir geht's gut, ich bin der Größte. Ja, aber wenn man auf die andere Seite geht, wenn Sie gerade gesagt haben, der Polizist, der da angemacht wird beim Fußballspiel, das ist ja natürlich eine solche Welle an Aggression und Gewalt. Gut, Sie gehen ja dagegen an. Also wer nach so einem Abend rauskommt, hat, glaube ich, weniger Aggression, kann das sein? Das wäre mir natürlich am liebsten. Ja, Lachen hilft auf jeden Fall, hilft ja auch in Angstsituationen. Insofern schließt sich ja fast schon der ganze Kreis hier wieder. Wir hatten ja schon Sex im Weltraum, wir hatten aber auch... Ja, wir wissen aber immer noch nicht, wie es geht. Der hat sich so umgedrückt. Und wir gut haben ausgewichen. Hier, Atze, ich habe nämlich hier extra, habe ich hier mal 2 Puppen hingestellt. Deswegen, ja, weil ich dachte, ich muss den Walter dazu kriegen, uns das zu verraten. Jetzt raten Sie mal, wie das funktioniert im Weltall. Ich würde es gerne mal ausprobieren, aber... Aber dafür extra da oben? Für 45 Millionen. Ja, genau. Das ist natürlich genau. Zu teuer. Aber bitte eine, da muss doch einer angegurtet werden. Nein, es geht etwas anders. Und es gab einen Frauenarzt in München, einen Herr Muttke, der hat das schon in den 80er Jahren theoretisch vorhergesagt. Also das Wichtigste fehlt noch, nämlich ein Pol. Ein Pol? Pol? Pol. Ein Pol. Sie wissen nicht, was ein Pol ist? Nee, weiß ich im Moment nicht. Ein Pol? Ach so! Ja! Wie in Thailand. Ja. Entschuldigung. Futter. Ein Pol fehlt. Also einer, ja, sonst schwebt man doch weg, ist doch klar. Ja, letztendlich wie in so einem Gorilla. Er hat sofort kapiert. Wie Gorilla. Ja, das Weibchen hält seine Blume, um jetzt mal in der Jägersprache zu bleiben. Richtung Schwerelosigkeit. Und da. Wie ist. Ist er. Ist er größer da oben? Ich glaube ja, jetzt. Ja, der Druck. Ich muss noch mal vorausschicken, dass wir 5 Männer, 7 Männer. Oh, das glaube ich jetzt nicht. Ja. Wenn ihr da oben so viel labert, dann kommt ihr auch zu nichts. Nee. Also, um vorwärts zu kommen, es fehlt der Pol, sagt Muttke. Okay. Der Frauenarzt. Also, Pol, einer hält sich fest, ja? Denn in der Schwerelosigkeit, das ist wirklich blöd, das Problem ist, man hat keinen Stand, ja, oder keine Hilfe. Ja, eben. Das ist übrigens der Grund, warum überall auf dem Boden, überall es Schlaufen gibt, da hält man sich mit den Beinen fest oder den Füßen, dann schwebt man nicht also, weg. Also, Pol und Schlaufen. Pol und Schlaufen braucht Stand. Man beim Pol da nicht. Oder es gibt eine zweite Möglichkeit, und das hat ein Amerikaner, ein gewisser Harry Steins, mal gesagt. Und er hat einen Artikel, das ist ja schon ein bisschen länger her, geschrieben in einer bekannten Zeitschrift. Und er hat gesagt, das macht man wie 3 Delfine. Wie machen Delfine das denn 3 Delfine, Atze? Ich habe das Gefühl, Sie kennen sich da nicht so aus. Ich habe mal 3 dann. Also, Entschuldigung. Kennt hier irgendjemand einen flotten Dreier bei Delfinen? Ich nicht. Nein, aber wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es am Boden ja irgendwelche
Vielleicht gibt es so High Heels, die festgeschraubt sind. Nein, Delfine, nein, die Delfine machen das so, das sind zu dritt. Zwei machen es, aber man würde ja auseinanderschweben. Und der dritte hält eben zusammen. Bitte. Deshalb die zwei Kosmonauten und die Olga, die raufgeflogen ist. Ja, es war doch eine Olga, oder? Ja. So ähnlich. Mit der Küchenschürze, die. Eieieiei. Zum ersten Mal bin ich der Harmloseste in so einer Runde. Ja. Übrigens, seitdem gibt es den stehenden Ausdruck, dass die Personen, die also sowas schon mal gemacht haben könnten, zum Three Dolphins Club gehören. Oh, ah, da könnten Sie eine Ehrenmitgliedschaft haben. Ja, für 45 Millionen. Ja. Weil Sie ja jetzt Bettina und Atze. Weil Sie jetzt wissen, wie es geht. Ja, das hätten wir schon rausgefunden. Aber noch, ich möchte schon noch eins, Sie sind ja auch ein guter Mensch. Muss ich jetzt wirklich mal sagen, wir kennen uns ja auch schon so ein bisschen näher und so. Und das passt vielleicht auch noch jetzt da rein, was wir so alles so tun, auch im Privaten. Sie haben zum Beispiel als Nachbarn jetzt auch eine syrische Flüchtlingsfamilie. Und das finde ich wahnsinnig komisch, wenn ich mir vorstelle, die ahnen gar nicht, wo die hingezogen sind. Ja? Ja, die wissen es ja gar nicht. Und dann machen die irgendwann einen Fernseher an und sehen ihren Nachbarn. Ja, ja, das hat auch lange gedauert, aber irgendwann kam ich dann, ja, wir haben dich gesehen und das war schon komisch für die. Also wir wissen ja auch, wir haben eben über Holland gesprochen, wir könnten jetzt auch über England, über Österreich und so sprechen, man weiß ja immer ein bisschen was, aber wir wissen nichts über Syrien. So, und wir hatten ja, respektive meine Freundin hatte viele Klamotten, die sie nicht mehr braucht, rübergegeben zu denen, als sie gerade da einzogen. Und Frauen geben ja dann auch gerne mal das rüber, was sie denken, was der Mann nicht mehr braucht. Jetzt bin ich aber gespannt. Auseinanderliegt, jetzt natürlich. Bin ich aber sehr gespannt. Ich komme nach Hause, da läuft mein syrischer Nachbar in alten Cowboystiefeln von mir rum. Und ich sage immer, ah, mir, die Absätze müssen nach hinten. Nein, aber. Also ich merke, es ist freundschaftlich geworden. Es ist sehr freundschaftlich geworden. Nur auch da treffen natürlich die Kulturen aufeinander. Die beiden sind sehr gebildet, das hilft natürlich. Zauberhafte Kinder. Nur die haben uns irgendwann dann zum Essen eingeladen, um sich dankbar zu zeigen. Was bringst du Syrern mit? Ja. Man weiß nichts drüber. Ne? So eine Flasche Jägermeister. Mal abgesehen davon, es sind Moslems und da ist auch noch ein Kreuz drauf. Hör mir auf! Meine Perle sagt auch, ja, lass dir was einfallen. So vielleicht eine Ziege. Ne? Oder nur die Augen. Man weiß es ja nicht. Ne? Oh nee! Aber wo kriegst du in Deutschland eine Ziege her? Und, oder zwei Legal. Augen. Legal. So, ich zum Fressen habe, ich sag, komm, eine Ziege. Nein, ich übertreibe. Aber auf der Bühne erzähle ich die Story natürlich in allen Einzelheiten. Und, übertreibe natürlich auch ein bisschen. Aber der Grundsatz stimmt. Was ich nicht wusste, als wir bei denen eingeladen waren, es gibt einen syrischen Schnaps, der heißt Arak. So, das ist eine Mischung aus Raki und super bleifrei. Und dann saßen wir nachher da auf dem Sofa und haben uns da einen reingelötet. Und irgendwann sage ich immer, Amir, also für einen Moslem haust du aber gut was weg, ne? Dann sagt er, ja, für einen Christen bist du eine ganz schöne Muschi. Das nennen sie Integration. Das heißt, Sie werden ja in Ihrem Programm nie böse, ne? Sondern sind im Grunde genommen selber immer auch der Mitgelackmeierte, was ich schön finde. Das stimmt, ich hau mich selber auch gerne mal in die Pfanne. Und es ist immer frech, aber es ist nie ätzend. Mhm. Ja, das ist das Schöne. Aber übrigens, Cowboystiefel, ich musste vorhin so lachen. Vor der Sendung war es so, hier hinten ist eine Treppe, da kommen die Gäste runter. Mhm. Und da weiß man, an den Schuhen weiß man meistens, wer kommt, ist, ja. Also zumindest bei Atze. Da sieht man dann die Cowboystiefel. Und die... Die hat er nicht verschenkt, ne? Sieht gut aus. Ja, die sind ja noch relativ frisch. Aber man läuft auch man läuft anders. Wenn du als Mann in Cowboystiefeln und durch die Stadt gehst. Und die Absätze sind hinten. Die Absätze. Ja. Womit wir eigentlich alle praktischen Fragen, alle. Aber alle. Bis alle. Zum Dreier von Delfinen im All, oder wo war das jetzt? Aber egal jetzt mal, ja. Bis zu den Absätzen hinten und so vorne. Wir sind durch mit den praktischen Fragen des Lebens, die Sie fürs Wochenende dringend beantwortet haben wollen. Haben wir geleistet, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie zugeschaut haben. Vielen Dank an meine wunderbare Gästerunde. Vielen Dank ans Publikum und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss zusammen. Bis nächsten Freitag.
Mit Bettina Böttinger und ihren Gästen wird zum Kölner Treff nie langweilig. Keine Sorge. Mit dabei Musiker Peter Maffay, Schauspieler Frederik Lau und Regisseur Rosa von Praunheim. Kölner Treff, nächsten Freitag, 22 Uhr.